Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Elden Ring. Stehen geblieben, mitten zwischen großem Baum und Refugium der Bestien, brauche ich unbedingt noch einen Ort der Gnade. Und wenn ich den dann gefunden habe, probiere ich mich mal am Avatar dort drüben aus. Spätestens nach dem ersten Versuch werde ich ja sehen, ob es sich lohnt, da noch Zeit rein zu investieren oder nicht. In der Richtung hatte ich ja schon geschaut. Wie sieht's denn hier unten aus? Oh, da habe ich doch meinen Ort der Gnade. Auch wenn es ein bisschen abschüssig ist. Aber reicht mir. Und was haben wir hier? Lennes Turm. Darf ich da rein? Nein. Eine magische Barriere versperrt mir wieder den Weg. Warum bleiben denn überall für mich die Türen verschlossen? Wollte gerade fragen, wo ich wieder nach oben komme, aber hat sich erledigt. Kann man noch was mitnehmen? Lohnt sich, hier nochmal nachzuschauen. Bevor ich da hochhüpfe. Nein. Nun gut. Dann hin zu dem Bäumchen. Okay, hier kann ich natürlich auch noch mal mit meinen Fettfingern dran. Runen, Runen. Diesmal keine Gegner. Ja, auch mal was Erfreuliches. Na, nimm's doch einfach nur auf. Habe ich alle erwischt? Leuchten sehe ich nichts mehr. Doch. Müsste es sein. Die brauche ich. Da grinst mich noch ein Schädel an. Ich wollte unbeschadet in den Kampf einsteigen. Ja, hol ich ihn wieder raus. Was ein stinkender Avatar. Okay, hab mich deutlich zu früh weggerollt, aber ein Schlag und weg. Das ist ja mal gar nichts. Oh. Stimmt, die war ja direkt hier, die Statue. Komm noch mal jetzt hier. Muss mich da erst wieder in den Rhythmus einarbeiten. Ah. Und wie ich sehe, arbeitet er auch wieder mit dem Scharlachzeugs.
Das haut mich sofort aus den Latschen. Nee, also... Den Schlägen hätte ich jetzt notfalls auch noch ausweichen können. Mit ein bisschen Übung wäre das durchaus möglich. Aber dagegen machst du nichts. Tja, dann heißt es wohl Abschied nehmen. Muss ich später nochmal zu dir zurück. Und da fällt mir auch gerade so auf, wenn der mich mit einmal und mit einem Schlag ins Jenseits schickt, wäre es doch auch ganz gut, die nächsten Attributspunkte mal wieder im Leben zu stecken. Genug gelabert, dann werde ich jetzt mal hier verschwinden. Kehre mal in die Tafelrundfeste zurück, dann könnte ich ja mal überprüfen, ob wieder ein Upgrade möglich wäre. Die Runen dafür sollte ich haben, aber habe ich auch den Dunkelschmiedestein. Where have you been hiding? I took you for dead. Was? No matter, it's all the same. Lay out your arms, then. Ja, bitte, hier. Goldene Hellebarde. Plus 5. Na klar doch. Aber der nächste Dunkelschmiedestein, der fehlt. Aber wenigstens eins. Konnte ich da rausquetschen? Ach, jetzt sitzt du hier. Na, gucke mal. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh, I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish. But if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the Spirit Tune Apprentice. Pleased to make your acquaintance. Ja, die Förmlichkeiten kannst du dir sparen. Wir kennen uns doch bereits. Gute Roderica, ich hätte da eine Bitte an dich. I'd like to ask you a small favor. Oh, can you doch take nicht. This little one along with you? They can't be summoned here, but the spirits look rather fondly upon you. He'll be glad of your company, I think, the little un. Asche der Geisterqualle? Okay. Steck ich mal ein, probieren wir aus, mal sehen, was die so kann. Über die Stimmen. I need to warn you about something. A little while ago, someone started lurking in the wing on the opposite side of the round table. And I can hear, from all the way over there, the howling and wailing of spirits in fear of a curse. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. I can't even imagine how much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. Na, da hat aber jemand gute Ohren. Ich höre nichts. Aber mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Geistereinstimmung. Könnt ihr mit Runen und Gräbertalinien Geister verstärken, die ihr aus Aschen herbeiruft? Ach, geht auch. Warum erfahre ich erst jetzt davon? 16 Stück habe ich. Aber wieso ist es... Ausgerüstete Asche, okay. Oh, neue Möglichkeiten. Tja, die kann ich ja sowieso nicht rufen, auch wenn ich es gern tun würde. Vielleicht auch mal die Fokuspunkte steigern. Ja, außer Runen kostet das doch nichts. Und natürlich die Gräbertallilien. Würde ich gern jetzt mal machen. Erhöht das auch die FP-Kosten? 63 aktuell? Nein, tut es nicht.
alle weg. Oh. Ach nein, Gräberteiljäger Stufe 3. Haben die auch verschiedene Stufen? Ja, also wenn ich davon 15 Stück habe, was hindert mich dran, das da einmal drauf zu hauen, das dort einmal zu machen, hier wäre möglich. Ach, gönnen wir uns mal richtig. Alles durchziehen, was da noch geht. Gräberteiljäger Stufe 2, nur noch 2 Stück vorhanden. Die behalte ich dann mal im Rucksack. Im gegenüberliegenden Flügel ist was, hat die Gute gesagt. Well, I see you found another great rune. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Lendel, that lies to the east of the Altus Plateau. At the foot of the Erd Tree, the Two Fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished. And we must answer the call of grace. Okay. Also auch nochmal zu zwei Fingern. Hat sich ja ordentlich was getan hier in der Feste. Wieso hat mir keiner Bescheid gegeben? Da kam kein Brief an. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensher's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while. Hab ich bereits? Und da bin ich dir einen, nein, zwei Schritte voraus. Was war denn das nochmal? Hä? Das, was wichtig ist, hab ich alles? Ja, ich könnte es mir ja endlich auch mal mitnehmen hier, das Fingersiegel. Komm, 800 Runen. Aber was mir das bringen soll, weiß ich auch noch nicht. Gestalt als Gast und Gestalt als Wirt der Finger. 5000 jeweils. Könnte ich machen. Aber was bringt's? Oh, und noch ein Steinschwertschlüssel. Ja, dann muss ich mir leider den zuerst greifen. I asked you not to disturb me. Be thankful of the hold serenity. It is all that keeps your death and defilement at bay. Ja, das sagst du. Nix mit Gefahr im gegenüberliegenden Flügel. Alles Lügen. Oder ich bin blind. Ach, du hast... You met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Er schafft ein Bildnis der Ordnung, um Heiligschaden zu verursachen. Er zaubert die Waffe in der rechten Hand mit Heiligschaden. Ja, kann ich eh nicht nutzen. Bin ich zu doof für. Always good to see you safe. So, what do you need? Wenn ich es mir genau überlege, gar nichts. Neue Bedrohung vielleicht?
Nein, auch keine neue Bedrohung. Da ging's doch auch weiter, wenn ich mich nicht täusche. War da noch was? Aber sollte ja alles bereits geplündert worden sein. Was da denn passiert? Ja. Das lohnt sich nicht. Andere Seite ging es nicht durch. Okay. Und dann nochmal zu zwei Fingern. Nochmal mit der Fingerleserin sprechen. Dann sollte ich hier durch sein. Komme auf den Namen immer noch nicht klar. Aber egal. You have returned. What is it? Ja, das frage ich. Jedes Echo kann euch mit dem Gerät lindern, sobald ihr den Kopf umfangen, vergeht das Echo, bla bla bla. Ja, hab aber keins. Alles leer. Nix da. Heldenausrüstung erhalten. Oh, wie jetzt? Halbmond Krone der Königin. Ist ja lustig. Robe der Königin. Oh. Ich glaube, zur nächsten Folge hin muss ich mal ein bisschen ansammeln gehen, dass ich mich ja mal neu einkleiden kann. Queen Marika is the vessel of the Elden Ring, carrier of its vision. A god in truth. But after the Elden Ring's shattering, she was imprisoned in the Erd Tree. A grim punishment for shattering the order, despite her godhood. The fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence. But even in shackles, she remains a god and the vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Now you may go. Na, wenn die Finger das wollen. Now go forth. Let the words of the fingers guide you. Dann will ich mich dem nicht verwehren. Ja, ich dachte, ich werde jetzt wohin geschickt. Aber da tut sich nichts. Noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Now go forth, let the world... Ja, ich gehe dann mal. Bis später. Ich brauche unbedingt Runen, Runen, Runen. Lohnt sich das noch, mit dir zu reden? I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still aflame in you. Would you like to be held? Nein. Then good day to you, my dear. Ja. Das wird nichts und... Ein letzter Blick hier runter. Dann bin ich wieder weg. Kann ja sein, dass noch jemand aufgetaucht ist, auch wenn's sehr unwahrscheinlich ist. Aber nein. Das war's.
Tja, dann könnte ich jetzt ausprobieren, wie das mit dem Medaillon von Dektus funktioniert. Müsste ich hoch zum Aufzug? Oder ich würde noch ein oder zwei Sachen mitnehmen, die man nachholen müsste. Ach kommt, dann heb ich mir den Aufzug für die nächste Folge aus und wir gehen jetzt nochmal zur Küstenhöhle. Glaub, da war ich noch nicht drin. Da müsste ich nochmal durchwischen. Lampe raus und los geht's. Kleine garstige Goblins. Ja, ich will schon noch sehen, was hier an den anderen Gängen liegt. Liegen lasse ich nichts. Darfst ruhig näher herantreten. Ich beiße nicht, ich schlage nur. Noch jemand, der eine Beule haben will? Oder zwei oder drei? Komm ran! Größer, aber hält nicht mehr aus. Mehr war da nicht? Nochmal zurück. Ich dachte, da war noch was. Gut. Oder auch nicht. So, wer steckt hinter dem Nebel? Oh ja. Oh ja, einen Jünger Age plus 2 ausprobieren. Wenn ich darf. Halbmondherrscher. Halbmenschenherrscher. Wie komme ich auf Halbmond? Ja! Ach nein. Nur das kleine Zeugs. Soll ich mich gleich mit dir beschäftigen? Hast du davon? Drei Schläge hält er aus. Ach, dann holt er seinen Bruder. Ja, mitten ins Gesicht. Da steckt der Pfeil. Schafft er es auch allein? Und im heutigen Kampf der Halbmenschenherrscher mit einem Kampfgewicht von 150 Kilo gegen den Ahnenjünger aus den Tiefen Siofras, entstanden aus dem Plasma vergangener mächtiger Krieger. Dauert mir aber zu lang. Sorry, da muss ich mal eingreifen. Schneidereiwerkzeuge und eine Nähnadel. Was macht man damit? Ja, tob dich aus. Noch ein bisschen Höhlenmoos, was ich mir auch von der Wand abkratzen kann. Nein. Aber silberne Glühwürmchen.
doch noch Höhlenmoos. Wo komme ich da jetzt raus? Schwelender Schmetterling. Alles in die Tasche. Wo bin ich denn hier jetzt? Oh! Drüben auf der kleinen Insel. Okay. Hatte mich schon gefragt, wie ich da hinkomme. Und was gibt's jetzt hier so Schönes? Müsste doch auf jeden Fall ein Ort der Gnade sein. Irgendwo obendrauf. Den will ich noch haben. Ja, sehr gut. Und was hat es hier damit auf sich? Ah, Kirche der Drachenkommunion. Gibt's also mehrere davon? Mehrere. Ja gut, aber konnte ich mich ja nicht entscheiden. Und kann ich auch nur 3 Stück lernen? Ja, was soll das denn? Da hat die andere mehr geboten. Überall nur Nachrichten. Sonst versteckt man doch immer mal gern was oben auf den Mauern. Aber hier diesmal nicht. Wie es mir scheint. Leer. Nope, nix. Ja, alles ganz schön und nett. Aber das kann's doch noch nicht gewesen sein. Oh, einen Käfer höre ich. Hol doch mal den Gaul raus, dann geht's doch schneller. Der Seite nichts. Kopf der großen Libelle. Ach ja, ich wollte ja auch noch nachschauen, was ich da mit dem Schneiderei-Werkzeug und der Nähnadel anfangen kann. Kommt gleich. Erst die Runde fertig drehen. So, das war da unten, wo ich herkomme. Dann gehen wir mal hier runter. Dunkelschmiedestein, aber der falsche. Naja, nehme ich trotzdem. Nichts mehr in der Wand.
damit wäre diese Insel geplündert. Naja, viel gab es ja auch nicht. Eigentlich wollte ich jetzt noch eine Mine mitnehmen, in der ich bereits drin war, aber auch einen Gang übersehen habe. Reicht aber leider die Zeit nicht mehr aus. Können wir ja auch beim nächsten Mal machen. Geht ja schnell, wenn es da genauso flüssig läuft wie hier. Für heute soll's das aber gewesen sein. Und damit sage ich wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.